Hey, ich bin's wieder, Kati, und ich möchte dir heute etwas über Leibtherapie erzählen. Du hast vielleicht schon das Video zur initiatischen Therapie gesehen. Wenn nicht, dann verlinke ich das mal hier oben. Oder auch das Video zum geführten Zeichnen. Das ist so ein Dreiklang im Moment. Vielleicht kommen noch ein paar Videos dazu zur initiatischen Therapie. Ich erzähle noch mal kurz die initiatische Therapie. Ist von Dürkheim, Karl Friedrich Dürkheim, entwickelt worden. Das ist so ein Psychotherapeut gewesen, der irgendwann gemerkt hat, er kommt alleine mit Reden, mit der Psyche nicht weiter und hat dann angefangen, den Körper mit einzubeziehen. Und hat dann gemerkt, dass das wesentlich zusammengehört. Und Initiare heißt das Tor zum Kern zu öffnen, das Tor zu deinem Wesenskern zu öffnen. Und der Wesenskern ist das, was dich ausmacht, ohne das, was du anerzogen bekommen hast, ohne das, was die Gesellschaft von dir fordert. Da gehört alles dazu, was du, ja, was, na, es bringt alles wieder zusammen, was zu dir gehört. Ja, auch Dinge, die du vielleicht abgespalten hast in deiner Kindheit, weil da schmerzhafte Erfahrungen dranhängen, kann es sein, dass man da bestimmte Dinge abspaltet. Und das kann durch die Leibtherapie alles wieder zusammengeholt werden, beziehungsweise durch die initiatische Therapie. Und Dürkheim war verheiratet mit Maria Hippius. Und sie hat sich hauptsächlich für das geführte Zeichnen war dafür zuständig und Dürkheim für die Leibtherapie. Manchmal wird es auch Leibarbeit genannt. Auf jeden Fall ist die Leibtherapie etwas, das mich seit über, ja, jetzt 16 Jahre begleitet. Und als ich es kennengelernt habe, da war es wirklich so, das entspricht mir so sehr, das entspricht so meiner Seele, weil es war intuitiv, es ging um Berührung und um absichtslose Berührung. Und das hat mich total berührt, ja. Und deswegen habe ich angefangen, damit zu arbeiten, mit der Leibtherapie. Jetzt, wie gesagt, schon 13 Jahre, dass ich damit arbeite. Und ich erlebe bei den Menschen, dass sie durch die Leibtherapie bei sich ankommen, sich entdecken, Stärke und Kraft gewinnen. Manchmal sind es schmerzhafte Prozesse, die die Menschen da durchmachen. Falls du dich wunderst, wo ich hier bin, es ist gerade total warm und ich habe mich ins Wasser zurückgezogen. In unserem kleinen Bach, den wir hier im Dschungel haben, wo wir gerade leben. Und ja, nur kurz dazu, weil ich hier so nackig sitze. Ja. Ja, und ich mache das in Gruppen auch sehr gerne, weil dort die Realität so abgebildet wird und die Kraft der Gruppe genutzt werden kann. Und man merkt halt, dass mein Thema nicht nur mein Thema ist, sondern irgendwie viele ähnliche Themen haben. Ja, es gibt ja Themen, die einfach jeden bewegen so, ne? Und da kann man sich gegenseitig unterstützen. Was passiert aber jetzt überhaupt bei der Leibtherapie? Wie gesagt, es ist eine Körperpsychotherapie, die dich zu deinem Wesenskern bringen kann. Ja, das läuft folgendermaßen ab. Die Person, die berührt wird, erzählt mir ihr Anliegen. Das kann alles sein. Das können Ängste sein, das können körperliche Themen sein, das können Wünsche und Ziele sein, ganz egal, das, was die Person halt gerade bewegt. Und dann vergesse ich dieses Anliegen wieder, weil ich möchte absichtslos handeln, absichtslos berühren. Also klar ist, dass ich berühre, aber was ich berühre, also es gibt bei der Leibtherapie keinen Ablauf, ne? Zuerst der Kopf, dann das oder beim Shiatsu, dass du irgendwelche Meridiane hast. Nee, bei der Leibtherapie, das war auch was mir so gefallen hat, gibt es kein Konzept. Das Konzept ist kein Konzept zu haben. Und die Person legt sich dann
auf den Boden, auf den Rücken, meistens in der Regel. Und dann sammle ich mich kurz, stelle mich darauf ein, dass ich aus der großen Liebe heraus handle und stelle mir vor, meine Hände sind wie Hohlspiegel und ich spiegle der Person, die vor mir liegt, das, was ihr Wesen ausmacht, das, was sie gerade bewegt, und helfe ihr, das zu erspüren, zu erfahren. Und dann folge ich dem Ruf des Leibes. Es kann sein, bei manchen Menschen, die sehen auch irgendwie was an dem Körper leuchten, dass so eine bestimmte Stelle, dass sie zu so einer bestimmten Stelle gezogen werden. Das kann auch sein. Manche sind eher hellsichtig. Bei mir, ich höre dann immer die Stellen, wo ich hingehen soll und lege da einfach meine Hände auf und bleib da eine Weile, verweile. Und manchmal kommen Bilder, manchmal kommen Emotionen, sowohl bei der Person, die ich berühre, als auch bei mir. Und das bringe ich dann am Ende zusammen. Ja, zuerst erzählt die Person, die berührt wurde, was ihr passiert ist, und dann was erzähle ich, was ich gesehen habe, erfahren habe. Und das bleibt unkommentiert. Auch noch was Schönes. Also es ist einfach, es geht um das Sein, es geht um das, was bewegt wird. Es wirkt dann auch noch sehr stark nach, die Berührung. Und ich habe halt erlebt, dass durch die Absichtslosigkeit, dadurch, dass ich nichts von den Klienten erwarte oder es nichts von ihnen erwartet wird, traut sich das Wesen so raus. Und das ist das Besondere für mich an dieser Arbeit. In der Gesellschaft müssen wir ganz oft irgendwas leisten, irgendwas, ja, selbst wenn wir zur Massage gehen, haben wir noch das Ziel, uns zu entspannen. Ja, das ist ja auch ein schönes Ziel. Aber es geht halt darum, wirklich einfach zu sein. Und in diesem Sein kommt das Wesen zum Vorschein. Ja, ich würde sagen, falls noch Fragen offen sind, schreibt die gerne in die Kommentare. Ansonsten habt ihr jetzt so ein bisschen mitbekommen, was Leibtherapie ist. Wie gesagt, ich mache da regelmäßig Gruppen, Seminare, auch wieder jetzt beim Sommerseminar, was wir im Juli veranstalten mit der Sangha. Da wird es auch wieder Leibtherapie geben, also Körperarbeit. Und ja, wenn du das kennenlernen möchtest, dann schau doch mal auf die Seite und guck, ob du Lust hast, dabei zu sein. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Gemeinschaft wächst und ja, wir gemeinsam auf dem Weg sind, selbstverantwortlich zu handeln und uns zu entwickeln und zu befreien. Und ja, das alles in Gemeinschaft. Im gemeinsamen Sein. Gut, dann bis bald. Ciao.